Hallo Sportsfreunde und ein herzliches Willkommen zu Let's Play FIFA 13. Der SC FC Mugambe gegen Werder Bremen Bundesliga am 2.12.2012. Liest es schön. Schönes Datum. Ja, 2-1-2-2-0-1-2. Böse wird ja der 21.12.2012, ne? Weil da soll ja die Welt untergehen. Sind wir mal gespannt, ob es so sein wird. Wir wissen es zumindest zum Zeit der Aufnahme noch nicht. Vielleicht aber danach. Mal sehen. Kaum ich Weihnachtsgeschenke, also am besten erst nach dem 21. Ja, würde ich falls sagen. Und leb dein Leben bis dahin, auf jeden Fall. Du solltest auf jeden Fall noch mal alles machen, was du schon immer machen wolltest. Ja. Stell mal vor, die Welt wird wirklich unter und wir alle belächeln das. Das wär's auch noch, ne? So, es wird die Welt untergehen. Ja, aber dann nur mit einem Sieg gegen Bremen, das kann ich dir aber sagen, mein Freund. Ja, das wäre auf jeden Fall das Schönste. Wie werden wir denn die Serie reagieren? Ich fand, der erste FC Mugambe loben, das finde ich nicht so richtig. Ja, bisher, loben können wir die eigentlich mittlerweile immer, weil Lobeshymnen... Sollen wir vielleicht mal einen Spieler haben loben? Haben wir verdient, nach 4 oder 5 Siegen in Folge auf jeden Fall. Sollen wir vielleicht mal einen Spieler loben irgendwie? Vielleicht so ein... Wer ist denn hier in guter Form? Oder wer ist hier in ansatzweise guter Form? Aber wir können auch nie die Spieler loben, die jetzt hier im Kader sind direkt. Vielleicht mal den Timbo loben. Können wir machen. Ein Zombie. Boah, der Zombie ist auch besser geworden. Zombie auch. Unsere Mannschaft ist insgesamt besser geworden mittlerweile. Oh, Tanz, Rahmschnitzel mit einer 7,5. Rahmschnitzel hat sich super gefestigt da hinten in der Abwehr. Auch. Den loben wir mal. So. Ja. Also Rahmschnitzel, das ist ein richtig guter Spieler. Trotz soliden Leistung von SC FC Mugambe sind viele Fans mittlerweile der Meinung, dass es der SC FC Mugambe offensiver Einteilung vielleicht ein wenig an Biss mangelt. Mhm. Was? Wir haben voll viele Tore geschossen in letzter Zeit. Ach nö. Du wirst nicht verkauft, Schaffi. Du wirst das schon noch Schaffi. Du wirst das schon noch Schaffi, das ist gut, ey. Der gefällt mir. Ja, Freddy Mugambe, nicht Frankie Mugambe, sag ich schon. Frankie Mugambe, ja, auch geil, ne? Freddy Mugambe ist natürlich auch ein cooler Name. So heißt der Trainer. Ah, da sind schon wieder Spiele gelaufen. Aber, ja, wie schnell geht das denn? Oh, das ist aber, wir haben auf jeden Fall einen Platz verloren. Also wir müssen das nächste Spiel wahrscheinlich schon wieder gut spielen. 20. Oh, Schalke ist vorbeigezogen, aber liegt nur am Torverhältnis. Ansonsten zieht Stuttgart an Hannover 96 vorbei, dank Torverhältnis. Die haben das Spiel gewonnen nochmal. Also wir können eigentlich, können wir Hannover, wir können uns auf den 6. Platz katapultieren. Wir brauchen nur ein 2-0. Ja, oder sogar ein 4-0. Ja. Dann wären wir Fünfter. Dann wären wir einfach mal Fünfter. Das wäre natürlich super. Aber egal, lass uns erstmal versuchen, nicht zu verlieren. Genau, das ist eigentlich der Ansatz. Also wir haben die letzten Spiele ja eigentlich sehr gut gespielt, außer das letzte. Das war mit Ach und Krach noch gerade so. Ah, das habe ich geliebt. Das war ein schöner Tag. Das war ein spannendes Match. Einfach nur super geil und spannend. Mir hat's richtig gut gefallen, muss ich einfach mal einwerfen. So, jetzt geht's hier los. Schwarz gegen Grün ist eigentlich gut, ne? Ja. Schwarz-Grün. Hauptsache keine grün-weiße Soße, ne? Haben die eigentlich Wiesenhof als Sponsor, ne? Darf man eigentlich nicht mehr kaufen von Wiesenhof, ne? Ist das so? Ja. Gibt's, will ich jetzt aber hier nicht ansprechen. Ja, erste FC Mugambe gegen Werder Bremen, Bundesliga, Stade Municipal, 2. Dezember 2012, Anschluss 15.30 Uhr. Und der Schiedsrichter ist Yong Fang Li. Ein Südkoreaner. Nee, ich glaube aus China. China, ja. Mhm. Wie ist das Wetter? Südkoreaner, ja? Ja, weiß man nicht. Ja, Taiwanese. Ja. Profi, 6 Minuten und es ist heiter, das Wetter. Ja, das du hast ja danach gefragt. Ist er heiter weiter? Ja, und beim SC FC Mugambe? Weißt du, wer da spielt? Grand im Tor? Ja, der ist zum Beispiel. Der Frittchen ist auch dabei. Commander Krieger? Ja, genau. Und Hans Sapai, den sollst du mal kennenlernen. Rahmschnitzer, der gelobt wurde. Oh, der hat gute Leistung gemacht. Und Timbo erst. Zombie? Ach ja, der sieht natürlich ein bisschen aus wie ein Looks Like Link. Looks Like Link, ein bisschen. Yoga davor. Ja, auf jeden Fall, der ist ein guter. Und kennst du den Sohn von Alberto? Albertos Sohn? Ja. Oh Gott. Da rumpelt's im Karton, sag ich dir. Da rumpelt's im Karton. Okay, willst du Bremen vorlesen? Nö. Hast du noch ein paar Worte? Wir können jetzt zu den Militz ist auf jeden Fall dabei im Tor. Ach! Gebre Selassie davor. Der ist auch da. Ist er nicht der Marathonläufer? Der Brödel ist ein richtiger Blödel. Ja, davor Lukimia Molongoti. Ach, der ist fast derselbe Name wie Schmidt, so geläufig in Deutschland. Ja. Bargfrede davor. Ach, Bargfrede. Das ist mir De Bruyne. Schaas, was sind das alles hier für Spieler bei Bremen? Fritz, ey. Fritzchen? Ja, den kenn ich Fritzchen doch. Heißt er den doch. Den kenne ich fast so gut wie Arnautovic, als ich ein Astronaut war und da oben rumgeflogen bin. Habe ich meinen Hund auch Fritz genannt. Mein Hund. Oh Gott. Aaron Hunt vor dem Sturm bei Bremen. Boah, komm schnell weiter. Ach ja, ich liebe ja diese Wortspiele. Oh, Sokrates ist... Das ist natürlich ein Philosoph. Ja, ein bekannter Philosoph, der da wegfällt bei Bremen. Ein Spielmacher vom Feinsten. Oh, sieht aber ganz schön schlecht aus für Bremen, ey. Seit Sokrates nicht mehr da ist als Philosoph. Ach, krass. Ja. Kann ja, natürlich Bremen auch gegen die Top-Mannschaften gespielt. Ja, in der Antike dreimal verloren, Bremen. 0-2 gegen Leverkusen. Und die Aufstellung 4-3-3. Wir hätten in der Sarazar vielleicht einwechseln sollen, wir Vollpfosten.
Wäre nicht schlecht gewesen eigentlich. Wieso ist er nicht dabei? Er hat doch schon gespielt gegen Nürnberg. Was? Er hat doch gegen Nürnberg gespielt. Ja, aber wir hatten ihn nicht in die Stammelf genommen. Ah. Das hätten wir mal machen müssen zwischenzeitlich, aber wir haben ja das Spiel aufgehört sozusagen. Aber egal, dann holen wir den halt als Joker rein nachher. Nee, den würde ich schon von Beginn an spielen lassen, oder? Der hat sich auch mal eine Pause verdient. Na gut, aber zur Halbzeit würde ich ihn reinholen dann. So, das reicht. Aber komm hier. Aber war mit dein bestes Dribbeln bisher, was ich... Ja. Was? So. EA Sports in der Bundesliga. Und wer spielt da? Der erste FC Mugambi. Und weißt du was? Ich habe gehört, die spielen heute gegen Werder Bremen. Werder Bremen? Ja. Aber im Stadion Municipal, soweit ich weiß, oder? Das ist heiter, das ist wolkig. Ah ja. Yeah, und da treten sie an, die Gladiatoren. Albertosson mit der 78, Zombie der 66. Und Fritz kennen wir, wo ich eben noch Witze über ihn gemacht habe. Er hat ja, glaube ich, 2006 in der Nationalelf gespielt, oder? Ja, Clemens Fritz war in der Nationalmannschaft. Genau, und war? Einzige, der Trikots gekauft hat, waren Frauen, weil er sieht ganz gut aus, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber fußballerisch war er nicht so äquivalent. Nö. Ne? Äquivalent. Wie bescheuert. Adäquat. EA Sports FIFA, kennst du das Spiel, ne? FIFA? Hast du schon mal gespielt? Ja, habe ich schon mal gespielt, aber nicht, ich kann das nicht so gut, aber ich kenne es gut. Korea, du bist richtig, du hast richtig gelegen mit Korea. Yong Fang Lee, Alter, kommt aus Korea, Alter, du bist ja in das geografische Genie. Obwohl Lee ja wirklich so. Bei dem Nachnamen habe ich mir gedacht, kann nur. Ja, kann nur Asien sein. Kann nur rechte Seite von der Welt. Globus. Also nicht auf rechtsradikal bezogen. Nee, jetzt, ne? Ach, um Gottes Willen. Ne, Wiesenhof. Ja. Skandal. Sag ich nicht zum Lachen, der Wiesenhof. Skandal. Vergeht ihr das Lachen. Aber lachen wir trotzdem weiter, denn denkt nicht darüber nach jetzt, weil wir wollen ja gute Stimmung verbreiten. Die 89, Dennis Wert. Wir müssen Sagaza an die zur Halbzeit wechseln, nein. Ja, machen wir zur Halbzeit. Der kann sich mal ruhig eine Runde entspannen heute. Arnautovic und Hand vorne übrigens extrem schwierig. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich kann mich auch erinnern, dass wir damals in Pro Evolution, glaube ich, mal eine ganze Saison mit Bremen gespielt hatten, ne? War das nicht mal sowas? War das so? Ja, da haben wir die Mannschaften dann noch gepatcht und sowas alles. Uiui. Ja, den muss er haben. Oh, das war ganz schön giftig, das Bällchen. Wie fast wie das Gift einer Kobra. Schön. Schön. Ah, oh, wieso spielt er denn nicht nach vorne? Ihr wieder was du meintest, aber es hat nicht funktioniert. Schaas jetzt, hier Schaas. Arnautovic. Was singen die da? Oh, da müssen wir uns anstrengen jetzt langsam. Schön, gut gemacht. Ja, da haben wir viel Platz im Mittelfeld, verdammt viel. Ja, jetzt aber, komm mal her. Das machen wir doch, ja? Ich bleibe als Anspielstation irgendwie vorhanden. Ah, guck mal. Oh, gute Möglichkeit. Schön gemacht mit der Drehung da. Das war super. Das wäre beinahe das 1-0 gewesen. Ja, da ist die Frage, ob wir das nicht besser hätten. Na ja, gut, wir sollten Sagaza gleich einwechseln, auf jeden Fall. Das gibt einen Elfmeter? Nee, ich hoffe nicht, oder? Das wäre natürlich jetzt ein Schlag ins Gesicht, wenn es jetzt Elfmeter für Werder Bremen geben würde. Es gibt Elfmeter für Werder Bremen. Den hast du. Ich weiß ja nicht mal, wie ich springe, Alter. Ah, ja. Ja, den habe ich. 13. Minute, 1-0. 13. Minute ist immer eine ausschlaggebende Minute. Kein Wunder, dass es das nicht auf dem Schiff gibt, die Kabine 13. Ey, 13. Minute hat Nürnberg auch im letzten Spiel das Tor geschossen. Der 13. war es. Ah, vielleicht ist er gar kein schlechtes Omen. Gegen Nürnberg haben wir auch noch den Dreier geholt, aber das ist natürlich jetzt bitter hier. Ja, wenn es so spannend wird wie gegen Nürnberg, das verträgt mein Herz nicht mehr, weißt du? Da bin ich zu alt für. Kennst du das doch, die Probleme? Oh. Alter, was Friedo den Schlampel hier durchzieht. Das ist der Hammer! Oh! Das war super, Alter. Du bist super gelaufen da. Aber ja, das war nicht so super. Da steht L. Oh nein! Oh.
Was für Dinger, Alter. Rahmschnitzel, aber schöne Chancen dabei. Schöne Chancen. Traumchancen teilweise. Ja, jetzt kann sich natürlich auch Bremen ein bisschen zurückfallen lassen, aber das tun sie nicht. Die geben weiter Gas. Die wollen natürlich jetzt möglichst das auch das 2-0 machen. Schade, Einwurf für Werder Bremen. Nee, der ist für uns. Echt, tatsächlich. Sehr gut gespielt. Hans Sapa hat das Ding gerichtet, wenn ich mich nicht irre, ne? Der ist schön. Direkt. Ja, oh nein! Oh. Umgeleitet auf den Pfosten. Was für Chancen. Ja. Oh mein Gott. Der Konter eingeleitet von Zombie. Was sollte das denn bitte? Ich habe ohne Scheiß einen Rückpass gemacht. Ich wollte, dass der zurückpasst und dann nochmal, dass wir einen guten Angriff starten können, aber doch nicht sowas. Oh Gott. Mitte? Oh nein. Wie kann er da wegrutschen? Oh. Boah. Gefährlich. Aber, Mann, das Tor hätten wir verdient. Der kommt flach. Der Witz war der Pass, muss ja immer vorher. Bin ich auch jedes Mal. Super gespielt. Sehr schön direkt. Nein! Da war doch die Lücke kurz, oder? Irre ich mich. Ja. Die war doch mal da, zeitig. Okay, wir müssen Sarraza einwechseln, Alter. Commander Krieger macht da aber einen guten Job. Also bisher eigentlich wäre es verdient 1-0 für den SNFC Mugambi, meiner Meinung nach. Wenn man sich mal so die Torchancen anschaut und diese Revue passieren lässt. Ich wechsle jetzt Sarraza ein. Wir können den da vorne gut gebrauchen. Hm. Ne? Für Rumpel? Oder für Alberto? Ja, bin ich mir nicht sicher. Oh, wir haben nicht dabei. Wie dumm sind wir denn, ey? Wie dumm sind wir denn? Eieiei, da muss es ohne ihn klappen. Piet ist auch auf der Auswechselbank. Das ist natürlich jetzt eine ganz schwache Vorstellung. Eieiei. Für Tanko, komm. Mal Tanko rein, weil er ist da schon wieder ziemlich fertig. Ja. Und hier, Piet, können wir auch... Boah, krass, wie fertig die schon sind eigentlich. Mhm. So, ja, so ein laufintensives Spiel da auch gewesen. Bis dann. Ja, viel zu viel rumgepasst wieder eigentlich. Ja, Versuch war es wert. War eine gute Sache. Der ist weg. Oh, nochmal ein Check hier von Commander Krieger. Was ist da los? Ja, komische Einstellung hier. Die Kamera, hatten sie gerade Probleme im Stadion? Ah, war eine Fahne vor der Kamera auch schon. Alkoholfahne, ne? So ein krasser Wind auch. Pietz, Mitty, Tanko. Früher Wechsel, das heißt einiges. Obwohl mir die Torchancen und die Möglichkeiten eigentlich sehr gut gefallen haben, aber haben wir leider nicht effizient was gemacht. Ach, schon scheiße, da kommt er nicht mit gegen Schmitz, der Frittchen. Ach, Mann. Okay. Das ist gut, was du hier machst. Das gefällt mir sehr gut. Ja, wollte ich nicht hinpassen. Ja, weiß ich, natürlich. Ah, jetzt natürlich echt dumm, dass wir Sarraza vergessen haben auch. Das regt mich jetzt ein bisschen auf, ehrlich gesagt. Wäre eine super Möglichkeit hier. Ja, wir waren auch so schon. Die Möglichkeiten waren ja, da. Ja, waren da. Aber so ein Schuss kann halt nochmal einiges bewirken. So ein guter Schuss, weißt du? Ja, natürlich. Ein Tor beispielsweise. Mhm. Genau. Oder ein Pfostentreffer. Ja, schön. War nicht immer abseits. Ich renne nochmal zurück. Moment, und ich gebe dir den. Mitte oben. Was? Oh nein, der hätte so passen sollen. Ah, der Schuss wäre nicht schlecht. Schön, der ist noch heiß. Nochmal zurück. Genau, sehr gut. Und jetzt hier. Ah, das war mein Fehler. Super. Eieiei. Konnte sich Tanko nicht durchsetzen, glaube ich, ne? Gerade in der Situation. Oh je, die Mitte. Oh Gott, die Mitte ist weg, muss bleiben. Ja. Nein, das lasse ich nicht zu. Das haben sie souverän aber ausgespielt, ja, da vorne, die Bremer. Gemacht. Das war super. Und nochmal der Pass darüber. War gut gespielt vom SV Werder Bremen. SV ist es, glaube ich, eine Sportvereinigung.
Ah, der war mehr. Noch ein Eckball. Da müssen wir hin. Den müssen wir haben, den Ball jetzt. Und vielleicht nochmal zum Konter einleiten vor der Halbzeit. Ein Tor wäre natürlich wichtig, der Ausgleich. Aber kommt Bremen nochmal zum Zug und Abstoß für den ersten FC Mugamba, der flach kommt. Achtung. Oh Gott. Wo passt er denn hin? Oh Gott, ganz schwacher Fehlpass hier. Aber dann die Zange genommen. Aber jetzt, komm, können wir zum Konter ansetzen hier. Ganze Defensive rennt mit. Nee, leider nicht. Ah. Da geht nichts mehr zur Halbzeit. Sarraza reinwechseln. Ja, den wir vergessen haben, wir Doofkuppe. Wie kann man Sarraza nicht mit zum Spiel nehmen? Jetzt haben wir die Treffer gefehlt, eindeutig. Es waren schöne Torschancen da. Schöner Schuss hier beispielsweise. Ja. Auch schöne Nachschüsse. Ein Pfostentreffer hatten wir, glaube ich, auch. Der Elfmeter natürlich, ein bitteres Ding. Elfmeter-Tor ist natürlich auch einfach da. Unverdient. Oh, oh, der war zu sehr auf dem Mann. Hier aber auch nochmal das Ding. Ja. Gegen den Pfosten umgeleitet. Also da waren Chancen vorhanden. Leider nicht genügend. Leider nicht genügend und leider waren wir nicht Spiele an Ton angebend genug. Spielbestimmt, wollte ich auch noch sagen dazu vorher. Aber ist egal. So, jetzt hoffen wir mal auf Rumpel und Alberto, beziehungsweise Tanko, der für Alberto gekommen ist. Beim frühen Wechsel hier im Spiel. Oh, alter Fähne. Schön gemacht von Bremen wieder. Kann man nicht anders sagen. Ich decke die Mitte. Sehr gut. Sicher hier gespielt von Commander Krieger. So, und können sie da noch was bewirken? Die Mugambianer. Ah. Das war so ein typisches Ablaufen. Ganz typisch, aber schön gemacht. Was ist denn jetzt? Was zur Hölle? Was war da los? Das wissen wir jetzt, ein Rätsel. War es ein Abseits? Nee. Foul, ne? Oh, schön vorgelegt. Ah, schön. Komm. Hier oben, genau. Super. Zombie. Der ist leider nicht schnell genug. Von außen, Mann. Rumpel. Looks like Link. Alter. Was denn? Was ist das denn? Was zum Teufel? Da traut er sich nicht, noch einen Elfmeter zu geben in einem Spiel. Da hilft nur weiterkämpfen. Da hilft nur weiterkämpfen hier, liebe Sportsfreunde. Ah, ey, boah, Alter, was soll ich denn da machen? Was war denn da los? Jetzt werde ich aber aggressiv hier. Gerade so ein Tanko, den darf man natürlich nicht produzieren. Nicht die Linie lang. Achso, okay. Nicht mehr, oder? Nee. Chance geht nicht mehr auf. Wow. Boah, die Bremer jetzt ganz schön am Pressen da. Ja, und die Wiese ist ganz schön glitschig, merkt man hier. So. Ich pass nochmal nach oben hier. Die eigentlich ganz gut. Ah, nee. Ja, nee. Nochmal zurück vielleicht mit dem Ding. Ah. Oh. Was ist denn jetzt los? Hab ich den gefoult? Was zur Hölle ist da los? Bitte? Was war denn das? Was? War dann Nachhaken? Oder ein Schlag vielleicht? Ach, mein Gott. Rumpel? Ist ja wohl lächerlich. Mann. Also da wechsle ich jetzt mal den Rumpel aus, weil ich habe keinen Bock, dass er nachher noch eine rote kriegt. Wir haben ja die Möglichkeiten und holen Dennis Wert dafür rein. Leider haben wir... Leider haben wir Dings nicht hier, ne? Wie sieht's denn aus mit der Fitness? Timbo. Ja, können wir nicht auswechseln. Ey, da fehlen uns beide Pfeiler da. Commander Krieger ist ganz schön fertig. Den müssen wir mal auswechseln. Und zwar gegen... Tobinator. Alle Wechselmöglichkeiten ausgeschöpft. Schade. Ja klar, wir haben zwei am Anfang gewechselt. Schade, schade, Schokolade. Da müssen wir so weitermachen. Hilft. Schöner Abschlag. Das sieht man auch sehr. In 60. Minute, eine halbe Stunde haben wir noch. Da ist noch möglich. Keine Sorge, liebe Zuschauer, ihr müsst nicht noch eine halbe Stunde ausharren. Eine halbe virtuelle Stunde. Was hast du denn? Pfostentreffer von Bremen. Unglaubliches Teil. Unglaubliches Ding. Und beinahe das 2:0. Hier rüber. Beinahe. Rüber. Ah, boah, stark. Letzte Sekunde. Oh Mann. Und da merkt man natürlich, bei so einem Spiel, da fehlen die tonangebenden Akzente hier. Die Sokrates. Ach, Alter, oh, wie langsam. Wie langsam ist denn der Rumpel da, bitte? Muss dringend ausgewechselt werden. Der rumpelt da nur noch rum. Ja, jetzt gibt's einen Wechsel. Eieiei. Gronk mit einer guten Leistung. Aber das war natürlich auch ein Pfostentreffer, wo man natürlich wenig sagen kann zu. Manuel, gute Leistung von dir, aber du bist da jetzt zu schwach, zu ausgelaugt. Da muss wieder ein frischer Junge rein, und zwar Dennis Wert. Kommt rein ins Spiel.
komm, einmal so einen Ball gewinnen, so ein schöner Konter da, ohne Gegenspieler, das wär's doch mal. Ja, schön, 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 das war super. Das war souverän. Alter, wie lange... Oh. Was ist das denn? Ja, ich weiß es auch nicht. Da war Rahmschlitz auch 10-mal langsamer als Hart Sapai gerade. Ohne Ball, wohlgemerkt. Und das gibt es 3-0. 2-0. Das ist es. Das ist es nicht. Wieder ein Pfostentreffer. Und vorbei. Oh Gott. Alter, das gibt's ja gar nicht. Bei Bremen wird auch nochmal gewechselt. Ich habe es jetzt nicht beobachtet. Doch Elia, Hand geht raus. Nochmal ein Stürmer rein, glaube ich. Oder die wollen das Ergebnis vertreten. Was ich mir aber nicht vorstellen kann. Das war mal wieder mehr Glück als Verstand. Beinahe das 2-0 wieder mal gefallen. Ey, der ist zu langsam. Der ist wirklich zu langsam, der Rami. Der ist viel zu lethargisch im Moment. Der ist völlig am Ende. Wir können aber nicht mehr wechseln, das ist das Problem. Meine Fratzke, liebe Sportsfreunde. Ah, da pfeift er noch. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Da wird ja nur noch gepfiffen. De Bruyne geht raus. Mann, 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 was für ein zerfahrenes Spiel. Auch nicht mein Spiel, absolut nicht. Ah, nochmal nach oben. Müssen wir leider mehr Leute kommen lassen. Denn es wert dem frischen jungen Mann. Von außen. Ah. Shit. Echt zu viel verdaddelt. Nein, warum passe ich da nochmal? Ich Vollidiot. Wieder dieses Ball reintragen, was wir uns abgewöhnen wollten. Ach, Mann. Hätte ich einfach die Lücke mal nutzen sollen, draufzabbeln, dann wäre das Ding drin gewesen. Nein, nein. Was denn? Wieso kriegen wir doch nicht einmal den Ball? Oh, die machen aber jetzt auch, kommen im Bedrängnis. Nee, sag mir nicht. Ja, ich wollte schon sagen. Da ist keine Anspielstation. Bin hier vorne. Okay. Nee, das war... Ah doch, wenn er durchkommt. Ja, aber der war ja frei, die 77. Der Link war ja stand. Was ist das denn hier? Alter. Was für ein Krimi. Boah, schön. 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 Warum? Ah, nee. Oh, schade, da stand ich irgendwie behindert. Sorry. Ja. Link ist auch nicht unbedingt der beste Schütze. Leider. Och, wie ärgerlich. Bei solchen Dingern ist es immer besonders ärgerlich. Jetzt komm schon. Können wir das schaffen? Ah, oder verlieren wir hier gegen Bremen? Ist natürlich ein bitterer Verlust. Aber es kann passieren, dass wir hier mal dieses Spiel dran geben müssen. Oder zumindest die noch Mitte, die Mitte. Ah, ich bin fast. Oh, sehr gut umgeleitet. Es gibt Eckball für Werder Bremen. Vielleicht dadurch haben wir eine Kontermöglichkeit irgendwie. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also, Türchen geht noch. Ja, die spielen schon auf Zeit und kurz. Ah, das gibt nochmal eine Ecke. Pete hat es eingeleuchtet. Ach du Scheiße, nochmal kurz, okay. Sehr schön. Gut rausgefährdet. Jetzt ist es ein Duellcharakter. Jetzt hat es ein Duellcharakter. Jetzt nochmal alles nach vorne geben hier, von der ersten FC Mugambe. Alles nach vorne, sehr offensiv. Oh nein, der wurde auch ein bisschen gehalten, der Dennis Wert. Ja, komm, nimm den von der anderen Seite hoch. Er muss zum Torhüter zurück. Es ist zerfahren wie eh und je, liebe Sportsfreunde da draußen. 89. Minute, gleich die 90. die anbricht. Es bleibt spannend. Nochmal Bremen hier am Ball. Jetzt nochmal hier, der erste FC Mugambe. Oh, Fehlpass von Zombie. Aber der Ball ist heiß, der Ball ist heiß. Der Ball ist verdammt heiß unten. Schön. Nein. Ruhig, ruhig, ruhig. Geh nach außen. Boah, ganz ruhig jetzt hier. Die stehen super. Die lassen nichts durch. Nicht zu weit zurück. Was denn? Das war für mich ein Mega-Foul. Was ist denn da mit dem Schiedsrichter los? Der pfeift ja gar nichts mehr, oder was? Nur den Elfmeter da pfeift er, der keiner war. Ja, den Elfmeter, der das torentscheidende Tor ist. Ach du Scheibenkleister. Ach du heiliger Scheibenkleister. Christophorus und alle, die dazugehören. Nein, das ist so ein Fehler. Das gibt's nicht. Und nochmal, ey, die brauchen Zielwasser. Die brauchen Zielwasser, die Bremer. Und wir brauchen vor allem Zielwasser. Denn was war das für eine Vorstellung des ersten FC Mugambe? 0-1 verloren. 0-1 verloren. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, ich auch nicht. Auf jeden Fall, Schaas ist wirklich... Ja, das war Schaaste. Das war echt schade. Ja. Schnell weitermachen, bevor dem noch wer auffällt, dieser Witz. Also wir hatten Chancen noch und nöcher und das Dumme ist natürlich Sarraza vergessen. Ja, da ist Elfmeter nochmal, ja. An der Strafe. Der Bus einfach los, ei, ja. Ei.
Und den hätte ich eigentlich kriegen müssen. Der war ja nicht mal gut geschossen. Den hätte ich haben müssen, den Elfmeter, aber ich bin ein schlechter Elfmeter-Mann. Spieler des Tages ist definitiv Fritz. Übrigens lustig, dass wir noch über ihn geredet hatten. Ja, und dann gucken wir uns mal die Spielinfo an. Und da werden wir sehen wahrscheinlich, dass der FC Mugambi gar nicht viel schlechter war. Oh doch, ein bisschen schlechter waren wir. Ja, oh, war eine sehr ausgeglichene Partie. Also 1-1 wäre eigentlich das Fairste gewesen, glaube ich. Schade. Obwohl, man muss sagen, ich fand fast, Bremen hatte die besseren Torchancen. Ja, muss man sagen. Ui, da musste ich niesen gerade mal zwischendurch. Gesundheit. Ta-da-da. So, keine anderen Spiele verfügbar an diesem Sonntag. Ja, liebe Sportsfreunde, man kann ja nicht immer gewinnen. Ne? Wir haben in den letzten Spielen wirklich gut gespielt und man kann leider nicht immer gewinnen. Das ist aber ein herber Rückschlag. Wir waren auf dem Durchmarsch. Ja, aber das ist wirklich nicht so tragisch. Ja, muss man mitleben. Muss man mitleben. Muss man mitleben und im nächsten Spiel umso besser spielen wieder. Gegen Hamburg, die übrigens gegen Wolfsburg 2-1 gewonnen haben, sehe ich da unten. Oh ja. Und natürlich sind wir jetzt nicht mehr so gut gesattelt. Jetzt haben wir keinen einzigen Punkt gut gemacht. Das bedeutet, wenn wir haben verloren, Punkte verloren. Oh, die Gegner werden nicht leichter, sehe ich da. Oh ja, ja. Und jetzt hier 8. Platz. Gegen Hamburg, Punkte. Das ist ein Spiel 8. gegen 9. Und danach gegen, das wird das wird natürlich richtig hart, liebe Sportsfreunde. Ja, wir sehen uns dann in Kürze wieder, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA 13. Ciao. Bis dann, bleibt am Ball.